Viele Verkäufer haben Angst vor der Neukundengewinnung. Von der Logik her wissen wir ganz genau, es gibt keine sicheren Kunden. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod und die Steuer. Aber fragen Sie sich doch mal, wie viele Aktivitäten hatten Sie in den letzten 10 Tagen, um wirklich neue Kunden zu gewinnen? Tendenziell ist das eher so, dass man sagt, oh, Neukundengewinnung habe ich eigentlich gar keine Zeit für, ich muss ja erstmal mich so um mein Tagesgeschäft kümmern. Und spannenderweise gibt es dann auch sehr viele Leute, die kümmern sich um ihre Kleinstkunden in der Hoffnung, dass daraus irgendwann mal ganz große Kunden werden. Aber da frage ich Sie, wenn Sie 5 Jahre lang mit einem Kleinstkunden reden, warum sollte der irgendwann von sich aus sagen, herzlichen Glückwunsch, heute ist dein Glückstag, ich habe mich entschieden, den Umsatz mit dir zu verzehnfachen. Ich glaube, da müssen wir uns immer wieder mal Gedanken machen, wie können wir Steilvorlagen liefern, damit vielleicht ein Kleinstkunde sagt, okay, ich mache jetzt mehr. Oder aber, dass wir auch wirklich irgendwann sagen müssen, tut mir leid, so wie wir zurzeit zusammenarbeiten, macht für uns beide keinen Sinn. Ihre Zeit ist wertvoll, meine auch. Wir lassen es mal erstmal sein. Weil Zeit ist das demokratischste Gut. Jeder von uns hat gleich viel. Und die Frage ist, wie nutzen wir diese Zeit? Und während so manch einer bei seinen Kleinstkunden ist und klammert und hofft, dass diese endlich größer werden, am besten auch noch von alleine, dass die was signalisieren, ist ihr Mitbewerber bei ihren besten Kunden und wirbt die ab. Weil ihre besten Kunden sind ja die Wunschkunden der Mitbewerber. Und das ist immer so ein schreckliches Gefühl, das ist mir leider auch ein paar Mal, nicht viel, aber hin und wieder passiert, als ich damals noch im Außendienst gewesen bin. Ja, da gehe ich dann so mit meinem Köfferchen so in den Friseursalon und denke, huh, gleich machst du wieder einen tollen Auftrag. Und dann sehe ich schon neue Poster an der Wand, also so Schaufenster. Und dann wusste ich dann, scheiße, der Feind hat zugeschlagen. Und dann gehst du dann da rein und weißt jetzt nicht genau, ob du jetzt weinen solltest, ob du schreien solltest, wie du jetzt damit umgehst. Und dann ist die Kundin da und sagt, ja, Oliver, ist ja sehr nett, aber ich wusste nicht, wie ich dir sagen soll. Aber ab jetzt gibt es keinen Auftrag mehr.